Hallo ihr Lieben, hier seht ihr ein Tutorial zum Minty-Look. Mint ist ja in diesem Sommer gerade in Kombination mit anderen Pastellfarben total angesagt. Und ich wollte euch einfach mal zeigen, wie man diese doch etwas schwierige Lidschattenfarbe dezent in ein Augen-Make-up mit einbeziehen kann. Ich hoffe, es gefällt euch und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Video. Als Base verwende ich ein mattes Weiß von Max Factor namens White Satin und trage das über das komplette Lid auf. Dann gebe ich über das bewegliche Lid einen schimmernden Creme-Lidschatten aus der Catrice Absolute Eye Color Palette 040 Never Let Me Go. Das Ganze unterstreiche ich noch mit ein paar Tupfern von dem peachfarbigen Eyeshadow Sorbet aus der Essence Fruity LE. Und dann kommen wir auch schon zum Highlight des Looks. Für den Mintton im inneren Augenwinkel verwende ich ein Eyeshadow-Trio von Rival de Lupiang in der Farbe 09 Tropical Feeling. Und da verblende ich einfach einen Mix aus den drei Farben mit einem dünnen Pinsel im inneren Augenwinkel. Dann benutze ich nochmal die Catrice Palette und verwende hier den taubfarbenen Ton und gebe mir den direkt in die Lidfalte, um dem ganzen Look einfach mehr Ausdruck zu verleihen. Meinen äußeren Augenwinkel betone ich dann nochmal extra mit dem schimmernden Dunkelbraun aus der Palette. Das Dunkelbraun trage ich dann auch am äußeren Wimpernkranz auf und anschließend wird das Ganze schön miteinander verblendet. Mit dem weißen Kajal-Eyeliner von Alverde ziehe ich mir dann eine schmale Linie am oberen Wimpernkranz. Mit dem High Beam von Benefit setze ich dann noch Highlights direkt unter meine Augenbraue. Dann tusche ich meinen oberen und meinen unteren Wimpernkranz mit der Max Factor 2000 Calorie Volume and Curl. Meine Wangen betone ich mit dem Orange Blusher von Beauty UK. Mit dem High Beam betone ich dann noch meinen Wangenknochen und verbinde ihn mit meiner Augenbraue. Zum Schluss verwende ich noch den Essence Lippenstift Nummer 53 All About Cupcake und runde mit diesem zarten Rosé meinen sommerlichen Look ab. Schon ein eher auffälliges Augen-Make-up, aber ich stehe zurzeit total auf diese Minttöne und so geschminkt würde ich es auf jeden Fall auch an sonnigen Tagen im Alltag tragen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!